was bisher geschah. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Verfluchte Scheiße. Nein! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Zweitens, ja, Eifersucht. Ellie, danke für dein Voll und herzlich willkommen in der Community. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, aber mit einer Prise Liebevolligkeit. Ja. Du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million? Jugend heutzutage. Kriegst du die Dinger sofort? Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Chris, Washington Lodge, Außenbereich, 22 Uhr. Tratschen, ist alles okay? Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Ja. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Wir sind zuversichtlich. Und? Wie läuft's bei dir? Gut, denke nur. Schon, das kriegen wir hin. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ich habe wohl ein paar Eichhörnchen gesehen. Die können auch sehr kuschelig sein. Wir haben ein Status-Update. Weiß ich nicht. Wir gucken uns erstmal um. Der Typ hier erinnert mich an diesen einen Schauspieler. Sind das alles Schauspieler? Nee, ne? Oder? Schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Na, so hey. Redet man nicht mit über lass Frauen. Ja, ich meine, sag mal. Wenn du sie nicht flachlegst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen. Danke für die 10 klitzkleinen Vampire. Ja. Ich habe das Spiel so gefeiert und so oft schon durchgezockt. Das ist schön. Wir spielen es heute zum ersten Mal und schauen mal, was passiert. Perfekteres Super-Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten. Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht punkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Wo soll ich denn jetzt überhaupt lang? Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Nee, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Ich dachte, du hättest einen. Genau, den meine ich. Den Schauspieler.
Rami Dingsdabumster Malek oder wie man den nennt. Ich weiß es nicht, kannst du, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Keiner steht auf Frostbeulen. Until Dawn, ich liebe es. Ja, Emra, hallo und herzlich willkommen. Was haben wir denn hier? Guck mal, da ist eine Axt. Nimm doch die Axt. Verdammt, geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ach Mist, die Axt ist nicht endlich mehr da. Bin ich mal draußen. Und Hinweis entdeckt, Axthalterung. Okay. Eine an der Wand befestigte Halterung, in der eine Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. Ja, das ist halt so, ne? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope, eine App mit... So, gucken wir mal, vielleicht ist ja hier irgendwas. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ah, schön, rein. Rein ins Fenster. Und jetzt kommen da so zwei Leichen. Wieso kann man die Fenster von außen aufmachen? Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Das kann doch kein Zufall sein. Ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Ein Feuerzeug. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja. Die so schön. Wer hat das nicht schon mal von euch gemacht? Lügt mich nicht an. Ich weiß es. Jeder von euch hat das schon mal gemacht. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Okay, machen wir. Ja, jetzt sind wir halt alleine, ne? Wir schauen uns einfach mal um und gucken, was passiert. So viel kann ja... Oh, wir können das wieder machen hier mit der coolen Hand. Was haben wir denn hier? Oh nein, nicht schon wieder so ein Ding. Tod? Nee, was war's denn? Doch, tot. Verlusttotem. Bam, bam, bam. Okay. Nee, braun ist es. Braun. Ach, wir müssen ja auf den Rand achten und nicht auf das, was da drinne ist. Ich habe immer gedacht, wir müssen auf das achten, was da drinne ist. Okay. Verlust. Ich verliere auch gleich meine Nerven. Hey, miau miau, ich bin eine Katze und ich möchte keine Ratten hier drinnen. Da ist die Tür offen, wir gehen aber erstmal hier gucken. Haben wir hier irgendwas? Nö. Ich könnte jetzt da gucken, ist aber auch nichts. Hier ist einfach nichts. Wir gehen mal in den Raum, der sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Schuhe und was ist das? Aha, eine Notiz. Fünfter. Ey, nein, nimm das zurück. Ey, du sollst es dir angucken. Ja, bitte, danke schön. 5. Juni 1997, Sir Alberto Buggle, Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pine zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte.
Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hupe und schwor euch allen deinen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihre Familie zu beschützen. Wisst ihr Bescheid, ne? Es gibt dreckige Hupen. Ne? Ich wollte es nur gesagt haben. So. Was haben wir denn hier? Ein Kellerchen. Blümchen. Das sieht auch alles gut aus. Aha. Schön. Hier haben wir ein Bild. Was haben wir denn da für ein Bild? Wir schauen jetzt mal. Hinweis entdeckt. Familienporträt. Bam, bam, bam. Ein Porträt der Washington-Familie. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Okay. Gut, habe ich verstanden. Wer hat denn da die Tür zugemacht? Das war bestimmt nur der Wind. Das war der Wind auf jeden Fall, ich weiß es. Guck mal, da ist doch nichts. Nichts und niemand ist hier. Hallo! Es ist zwar ein bisschen dunkel hier drin, aber was soll mir schon passieren? So, wir können hier die Tür aufmachen. Wir machen die Tür auf. Die Tür geht nicht auf. Hallo! Hallo, ihr da draußen! Hi, Chris. Wirklich witzig. Gut, das schreit. So, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ich hab das versucht aufzumachen, aber leider funktioniert es nicht. Ihr müsst euch kurz gedulden. Ich muss nochmal schnell hoch ins Badezimmer. Ich würde ja gerne das Licht anmachen, aber das funktioniert halt auch null. Ich will nicht runter. Warum soll ich denn runter? Ich will doch nicht wieder in den Keller zurück. Ich will... Ja, ich will halt, ne? Ich will mich erstmal umgucken. Hinweis entdeckt, Abschlussballfoto. Bam, bam, bam. So, da haben wir eine Tür. Können wir die aufmachen wenigstens? Was sind denn das für Türen hier? Tritt doch einfach dagegen. Was soll denn schon passieren? Oh, warte mal. Was ist hier? Fernseher. Ha, geht mal wieder nicht. Wieder kein Strom bezahlt. Es ist doch... So, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Da geht's lang. Warte mal kurz. Ich muss hier lang und hier lang. Exzellent. Sehr schön. Daniel Hase, herzlich willkommen. Hallo. Wir haben bis jetzt nur 2 Leute verloren. Glaube ich zumindest, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann doch nicht wahr. Was war unser Ziel?
Gehe ins Bad und finde die Dio-Spray-Dose. Sag ich doch, wir brauchen Dio-Spray. Spray. Aber wo soll ich denn, wo gibt's denn hier ein Badezimmer? Badezimmer. Da geht's nach unten. Ich dachte gerade, was bewegt sich denn da? Mach mal das Fenster zu, komm. Das sieht wie Hechtsuppe hier. Guck mal, hier sieht's doch interessant aus. Hier geht's bestimmt ins Badezimmer. Es geht nicht hier ins Badezimmer. Was zur Hölle ist das denn für ein Haus? Aha. Eine Tür, die funktioniert. Was ist das hier? Badezimmer. Na, endlich. So ein Dreck. Da war was. Schön haben wir das gemacht. Hat zwar kurz gedauert, aber... Wir fackeln die ganze Tür ab. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was ist denn das für ein Tier gewesen? Ich kenne das irgendwoher, aber ich... Mir fällt es absolut nicht ein, gerade. Baby, keine Sorge. Du wirst bald ein großer Junge sein. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, Polizei? Vielleicht zum ersten Mal. Was geht, Party People? Was geht? Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Matt. Washington Lodge. Mike, Finger weg von meiner Freundin. Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily. Emily? Ich habe absolut kein Interesse an Emily. Wir wollen ja ein bisschen Spannung ins Spiel bringen. Niemand will dich hier. Wirklich? Was ist dein Problem, Blödmann, hä? Dieses Arschloch. Hey, hey, lass mich in Ruhe. Hey, was ist denn bloß los mit euch? Wir sind nicht hier, um uns gegenseitig fertig zu machen. Wir sind doch... für eine coole Zeit, oder? Hey Mike, sieh dir doch mit Jess mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. Ja, cool. Gehen wir hin? Klar. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Irgendwie gefällt die mir noch nicht so wirklich. Irgendwie gefällt die mir noch nicht so wirklich. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Viel Spaß!